Laut brasilianischen Medienberichten ist der Präsident des Landes, Jair Bolsonaro, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wäre damit das erste Staatsoberhaupt, das sich infiziert hat. Bolsonaro selbst dementierte allerdings über die sozialen Medien. Sein Test sei negativ ausgefallen. Über Wochen hat Bolsonaro die Gefahren durch das Coronavirus heruntergespielt und sie gar als Hirngespinste der Presse abgestempelt. Vor wenigen Tagen erst war Bolsonaro zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Er schüttelte seine Hand und saß bei einem Essen direkt neben Trump. Bislang lehnt der US-Präsident es ab, sich ebenfalls testen zu lassen.